Regen in der Luft anhalten und entgegen der Schwerkraft tanzen lassen, random Zuschauer von der Straße aufsammeln und sie einfach verschwinden lassen, ist Now You See Me bzw. auf Deutsch Die Unfassbaren realistisch aus Perspektive eines Zauberers. Moin liebe Trickster, herzlich willkommen zu Part 2 dieser Videoreihe. Ich habe dieses Video gerade schon aufgenommen, nur um dann zu realisieren, dass das Mikro ausgeschaltet war. Ich bin gerade innerlich der aggressivste Mensch auf diesem Planeten, aber schön, dass ihr wieder da seid. Unter meinem ersten Part in der Infokarte da oben, falls ihr den noch nicht gesehen habt, wo ich ja über die Szene geredet hatte, wo unsere Helden bei Now You See Me eine Karte mit einem Chip da drauf gestohlen haben und vor den Sicherheitswachmännern verstecken mussten. Unter dem Video haben sich super viele von euch die Endszene von Now You See Me 2 gewünscht, in der, wie ich gerade schon angesprochen habe, das mit dem Regen und so weiter passiert ist und haben mich gebeten, darüber zu sprechen, wie realistisch ist das eigentlich. Mein Name ist Matthias Berger, ich bin Zauberkünstler, stinksauer, dass ich mit dem ausgeschalteten Mikro aufgenommen habe und ganz dolle traurig, weil über die Hälfte meiner Zuschauer meinen Kanal noch nicht abonniert haben. Aber das könnt ihr mit einem Klick ändern. Und jetzt deabonnieren alle, die mich noch abonniert hätten. Legen wir los, Freunde. Fangen wir an mit dieser Szene hier, bei der Jesse Eisenbergs Charakter den Regen anhält. Wir sehen also, es schüttet wie aus Eimern. Das scheint seinem Mikro und der ganzen Technik, die er hier benutzt, ziemlich egal zu sein. Die Leute haben Spaß, aber wir sehen natürlich, wir werden extrem darauf gelenkt. Okay, Leute, die haben hier alle Regenschirme. Es regnet verdammt nochmal. Kurz zum Setting. Wir haben hier ihn in einem direkten Scheinwerferlicht stehen. Das könnte das hier von oben sein, aber wie ich diesen Lichtkegel hier jetzt sehe, sieht es eigentlich so aus, als würde das hier ein Backlight sein, als würde das von hinten nach vorne gehen und wir sehen ihn ja von vorne nach hinten beleuchtet sozusagen, falls ihr versteht, was ich meine. Also ich glaube, dieser Lichtkegel entspricht nicht dem, was wir hier sehen, sondern das hier ist nochmal ein anderer. Wird gleich vielleicht wichtig werden. Ansonsten haben wir hier links, hier rechts und hier von den Straßenlaternen im Hintergrund natürlich auch noch super viel unbeeinflussbares Straßenlicht, also Lichtverschmutzung sozusagen. Er performt das Ganze hier mitten auf offener Straße, mitten in der Stadt. Das wird gleich nochmal wichtig werden bei dem, was passiert, aber dass wir uns schon einmal bewusst sind über die Lichtsituation in dieser Szene. Und jetzt passiert Folgendes, er sagt, Gott ist ja schön und gut, aber kann Gott das hier? Und dann hält er den Regen an. Und der Regen bleibt in der Luft stehen. Das ist natürlich optisch gesehen eine wunderschöne Szene. Macht super viel Spaß, sich anzuschauen. Ich habe mich, als ich das erstmal gesehen habe, richtig unterhalten gefühlt. Also super ästhetische Szene. Der Regen bleibt stehen. Jetzt haben mich super viele von euch gebeten, auch über die letzten Monate schon. Matti, kannst du mal ein Video machen, wo du erklärst, wie der das gemacht hat? Und diese Frage verstehe ich nicht. Weil die Antwort liefert der Film schon selbst. Erstens, am Ende des Films, da erklärt er, wie er das in großem Maßstab gemacht hat. Und auch am Anfang des Films schon, relativ zu Beginn, liefert der Film schon die Lösung für dieses Problem. Bewerkstelligt wird das Ganze nämlich mit einem Stroboskoplicht. Das bedeutet, das Licht flackert immer wieder auf. Es läuft gar nicht flüssig, sondern es flackert ganz oft pro Sekunde auf in einer fest eingestellten Frequenz. Also beispielsweise immer 100 Mal pro Sekunde oder wie dem auch sei. Das ist tatsächlich bei Kunstlicht, das uns umgibt. Hier, ich habe jetzt hier meine Studiolichter an. Ich habe da hinten so einen LED-Strip an. Das ist da grundsätzlich der Fall. Wir haben bei Kunstlicht selten kontinuierliches Licht, sondern das Licht flackert immer in einer hohen Frequenz. Dafür ein kleines Beispiel für euch. Ich habe da hinten, wie gesagt, diesen LED-Streifen. Der ist auf blau eingestellt und flackert deswegen immer in derselben kontinuierlichen Frequenz. Wenn ich jetzt aber die Fernbedienung nehme und das Ganze auf Fade stelle, das heißt, dass er das in einem Übergang von Farbe zu Farbe wechselt, dann seht ihr Folgendes. An den Übergängen, das seht ihr am Rand des Bildschirms, flackert das Licht plötzlich. Ja? Das seht ihr hier. Das sind unangenehme Streifen, die sehen nicht schön aus. Und dieses Flackern ist genau das, was ich gerade meine. Meine Kamera hat jetzt eine fest eingestellte Shutterzeit von einer 80stel Sekunde. Das heißt, 80 Mal pro Sekunde lässt die Kamera Licht auf den Sensor drauf. 80 Mal pro Sekunde. Und in diesen Momenten, wo es flackert, ist im Prinzip, okay, ich will jetzt kein Blödsinn erzählen, ich bin da kein absoluter Physikexperte, aber in dem Moment, wo es flackert, ist die Frequenz des Lichtes ebenfalls für einen kurzen Moment 80 Mal pro Sekunde oder 160 oder wie auch immer, halt ein Vielfaches von dieser 80stel Sekunde, sodass in dem Moment
die Kamera, in den Momenten, wo die Kamera gerade kein Licht drauf lässt auf den Sensor, und in dem Moment ist durch diese Lichtfrequenz auch gerade in dieser Millisekunde kein Licht. Und deswegen sehen wir da plötzlich so dieses Rauschen. Ich weiß, ich habe das jetzt physikalisch nicht ganz richtig erklärt. Da werden es auch definitiv einige Experten in den Kommentaren besser wissen als ich. Aber das ist so ungefähr das Grundprinzip, ja? Ich stelle das jetzt mal zurück auf Blau, dass es nicht so unangenehm flackert. Aber das ist also genau dieser Stroboskop-Effekt. Und bei genauem Hinschauen sehen wir das sogar, wenn ich das Ganze etwas verlangsamt abspiele. Man sieht, die haben in der Szene darauf geachtet, dass das Licht auch wirklich sichtbar flackert im Hintergrund. Und was hier im Film gemacht wird, ist folgendes. Das wird relativ zu Beginn, wie gesagt, in einer Szene schon erklärt. Da sind sie nämlich in einem Zaubershop, ich glaube in Hongkong, ich bin mir nicht ganz sicher. In diesem Zaubershop sieht unser Hauptcharakter einen Wassertropfen, der in der Luft schwebt. Und dort wird direkt zu Beginn schon erklärt, wie es funktioniert. Deswegen verstehe ich diese Frage nicht. Wie hat er das gemacht? Was wir dort sehen, ist dieses Stroboskoplicht geschickt. Das heißt, in einer bestimmten Frequenz pro Sekunde leuchtet das Licht darauf. Und in exakt derselben Frequenz haben wir einen fest eingestellten Tröpfchenfluss. Von oben kommen also Wassertropfen runter, in exakt derselben Frequenz, ganz, ganz, ganz kontinuierlich eingestellt, ohne Abweichung. Das ist ganz wichtig. Also mit minimaler Abweichung nur. Und in diesem Bereich, in dem das Licht auftrifft, auf diesem Bereich ist das ganz abgestimmt. Das heißt, es kommt von oben ein Tropfen. In genau dem Bereich, wenn der Tropf hier ist, wird er angeleuchtet bis zu dem Zeitpunkt, wo er daran vorbei ist, und jetzt wird er nicht mehr angeleuchtet. Der nächste Tropf kommt und wird auch in exakt demselben Moment angeleuchtet und hier wieder nicht. Und da die Frequenz des Stroboskoplichtes und die Frequenz der Wassertropfen, die runterkommen, exakt gleich aufeinander zugestimmt ist, deshalb sieht es aus, als würde der Tropf in der Luft schweben. Der Charakter greift dann aber mit dem Finger rein und wir sehen, es ist eigentlich ein kontinuierlicher Wasserfluss. Es sieht nur so aus aufgrund des Lichtes. Ich habe ein YouTube-Video gefunden von jemandem, der dieses Experiment sogar nachgebaut hat, ja? Also im kleinen Maßstab können wir das rekonstruieren. Jetzt haben wir hier aber das Szenario, es regnet ja wie aus Eimern. Wie soll man das denn kontrollieren? Regen ist ja random. Es ist ja zufällig. Der Regen streut überall hin, kreuz und quer. Das kann man ja nicht beeinflussen. Der Film liefert auch hierfür die Antwort. Denn im Prinzip sind hier überall um das Setting herum Sprinkleranlagen aufgebaut. Das heißt, es regnet eigentlich gar nicht, sondern dieser ganze Bereich der Stadt wird mit Kunstregen befeuert sozusagen. Und darüber kann man dann die Regenfrequenz exakt einstellen und exakt anpassen an das Stroboskoplicht, weshalb wir hier ja so Scheinwerferlicht sehen. Das soll für uns im Film einmal darstellen, aha, über so ein direktes strahlendes Scheinwerferlicht soll das Ganze bewerkstelligt werden. Jetzt stehen wir hier aber vor einem Problem und da komme ich auch schon zu dem Punkt, wie realistisch ist das Ganze. Er lässt den Regen vor allem auch noch tanzen, das habe ich euch noch gar nicht gezeigt. Er bleibt nicht nur in der Luft stehen, sondern jetzt lässt ihn nur nach oben und nach links und nach rechts und kreuz und quer schweben und das Ganze schön choreografiert zu seinen Moves, genauso wie er das Ganze will. Sieht natürlich absolut beeindruckend aus, aber ist das Ganze realistisch? Wäre das jetzt in einer Halle, wo sämtliches Licht komplett kontrolliert wäre und wo es keinen Wind gäbe, keine Luftströmungen, wo es komplett winddicht, luftdicht abgeschlossen ist. Da könnte man das vielleicht realisieren. Das Problem ist aber auch, durch die Anzahl der Wassertropfen ist das alleine schon eigentlich überhaupt nicht machbar. Noch unmöglicher wird es, wenn man realisiert, er steht auf offener Straße. Ich hatte das Straßenlicht angesprochen. Das streut rein. Wir sehen natürlich die Regentropfen, auch wenn der Stroboskop in dem Moment aus ist. Außer die Lichtamplitude ist da so hoch, also dass das Strahlerlicht so viel heller ist, dass unser Auge sich da nicht dran gewöhnen kann. Aber das glaube ich auch nicht. Und wir haben nun mal Wind. Also dieses ganze Wasser aus den Sprinkleranlagen wird natürlich vom Wind noch hin und her gepustet. Wir haben hier Menschen mit Regenschirmen, die sich bewegen. Es sind viel zu viele Randomizers drin, also viel zu viele Faktoren, die Streuungen erzeugen, als dass diese Illusion wirklich so realistisch aussehen kann. Natürlich ist das jetzt im Film computergeneriert. Ja, das sind CG-Effekte. Logisch, darüber reden wir ja gar nicht. Wir reden ja davon, ob das an sich denn trotzdem realisierbar wäre. Und dazu muss ich ganz klar sagen, nein, das ist definitiv Hollywood. Das kann man so leider nicht in der Form im echten Leben rekonstruieren. Ich weiß nicht, wie es vielleicht in 10, 20 Jahren aussieht. Vielleicht überlegt sich da irgendjemand irgendeine ultra krasse Methode. Aber so auf offener Straße, wie es hier dargestellt wird, ist das leider nicht möglich. Und mir ist noch ein Detail aufgefallen. Und da musste ich ein bisschen lachen und da habe ich mich auch ein bisschen geärgert, weil da muss ich ein bisschen meckern sogar bei den Filmemachern, beziehungsweise beim Regisseur. Denn hier passiert gleich Folgendes. Er hält den Regen an,
Und was ist die Reaktion der Leute? Logischerweise. Achtet mal darauf, was die im Hintergrund machen. Wir haben hier rechts eine Person und jetzt hier links ebenfalls eine Person. Und nach immer mehr Leute. Die Leute nehmen den Regenschirm runter, weil der Regen bleibt ja stehen. Die Leute nehmen ihre Regenschirme runter, weil jetzt spielt es ja gar keine Rolle mehr. Das Problem ist, es regnet ja trotzdem. Sie werden dann ja komplett nass. Es sieht ja nur so aus, als würde der Regen stehen bleiben durch dieses Stroboskoplicht. Das sagt der Film ja von sich selbst. Der Film sagt selbst, wir haben das im Film mit Stroboskoplicht gemacht. Wie kann es also sein, dass die Leute ihre Regenschirme wegnehmen, aber trotzdem komplett trocken bleiben wie diese Dame hier? Das müssten die Leute ja merken. Ha, es regnet ja trotzdem. Ich meine, klar, ich verstehe die Entscheidung des Regisseurs. Wenn ich in der Menge wäre und ich würde daran glauben, oh mein Gott, der Regen bleibt stehen, klar nehme ich dann meinen Schirm auch weg, um das zu testen. Das Problem ist, da steht man ja vor der Herausforderung, okay, die Leute realisieren ja jetzt, sie werden trotzdem nass und in dem Moment geht die Illusion ja völlig flöten, weil die Leute eigentlich jetzt reinrufen müssen, ey, das ist nur eine optische Illusion, weil ich werde trotzdem nass. Das tun die Leute hier aber nicht. Vielleicht sind es natürlich alles Stooges. Stooge heißt in der Magie eingeweihte Zuschauer, die wissen, wie die Methode funktioniert und die uns in dritter Perspektive vorgaukeln, oha, ich bin gerade total verblüfft. Könnte natürlich sein, dass das hier jetzt alles Stooges sein sollen. Ich glaube aber, das ist vom Film nicht so gemeint. Und da sehe ich hier den Kritikpunkt. Da muss ich halt leider meckern. Ich will mich jetzt gar nicht als den Gutmenschen oder den Experten darstellen, Leute. Ich habe riesigen Respekt davor. Und wie gesagt, ich liebe diese Szene. Das ist absolut unterhaltsam und optisch auch sau beeindruckend. Aber in dem Moment geht die Illusion leider flöten. Vor allem jetzt, wo er das hier gegen die Schwerkraft macht. Und die Leute hier mit ihren Regenschirmen tanzen. So viel zu dieser Szene. Es gibt aber hier noch eine weitere Szene, die stattfindet. Und zwar macht Dave Francos Charakter hier mit drei Zuschauern eine Finding the Queen Routine. Und darüber sprechen wir jetzt auch noch einmal. Wir haben hier drei große Karten mit Darstellern. Dahinter eine Dame, hinter der eine Dame steht. Und zwei Jacks, hinter der zwei Buben, also zwei Kerle stehen. Die Idee ist jetzt folgende. Die drehen sich jetzt weg und wir müssen verfolgen, wo ist die Dame? Finding the Queen. Dave Franco sagt, die beiden Buben sollen Plätze tauschen und das tun sie jetzt auch. Und der Zuschauer soll sagen, wo ist die Dame? Und natürlich sagen jetzt alle, sie ist immer nach wie vor hier. Warum sollte sie auch irgendwo anders sein? So, Dave Franco kippt das Ganze aber um und erstens keine Dame mehr, die dahinter steht. Und zweitens, das Ganze ist sogar ein Bube geworden. Obwohl die Buben ja hier waren und untereinander Plätze getauscht hätten. Alle anderen Kärtchen werden, was heißt Kärtchen, das sind riesige, große Karten. Kuss geht raus an Monarchs, die hier ein tolles Product Placement hingekriegt haben. Auch die dritte Karte fällt um und unsere Darsteller sind in Luft aufgelöst. Inwiefern ist das jetzt machbar? Ich kann direkt vorweg sagen, bevor wir hier ins Detail gehen, aus Zaubererperspektive ist das hier machbar. Das ist hier im Gegensatz zum Regentrick eine machbare Illusion. Die Frage ist, wie kann man sowas bewerkstelligen? Und da flunkert uns der Film ein wenig an. Gucken wir uns einmal das Setting an. Wo passiert das alles? Wir sind hier auf offener Straße in einem Restaurant. Hinter den drei Darstellern sieht man hier hinten ein Restaurant. Hier ist die Eingangstür zu besagtem Restaurant und hier sehen wir auch die Speisekarte hängen oder Öffnungszeiten, je nachdem. Die Charaktere gehen jetzt hinter die Karten. Und ohne dass irgendwelche Schnitte passieren, sind sie gleich weg. Die einzige Möglichkeit ist also, dass alle nach hinten hin hätten fliehen können. Die Tür bleibt allerdings die gesamte Zeit über geschlossen. Hinter die Tür flüchtet keiner. Das heißt, hier müssten theoretisch irgendwo kleine Geheimgänge sein, durch die die Darsteller verschwinden könnten. Wäre machbar, wäre denkbar, aber dann ist es kein normales Impromptu-Setting mitten auf offener Straße, mitten vor irgendeinem Restaurant. Dann müsste hier das Restaurant eingeweiht sein, vielleicht sogar von unserer Bande aufgekauft sein. Dann ist das Ganze sogar machbar. Wir stehen hier aber vor einer noch weiteren Herausforderung, und zwar unsere Darsteller. Es wird uns im Film ja so verkauft, als wären das gewöhnliche Leute hier aus dem Publikum mitten von der Straße. Dass diese drei Leute hier jetzt also verschwinden, kann nur funktionieren, wenn sie zu irgendeinem Zeitpunkt zu Stooges gemacht wurden. Also, wie gesagt, zu eingeweihten Zuschauern. Ich will jetzt hier gar nicht irgendwelche Geheimnisse der Magie lüften, aber das Ding ist, ihr seid nicht dumm.
Ihr könnt alle logisch denken, ihr wisst das, wenn die Menschen einfach so verschwinden, dann müssen sie ja irgendwo hin sein. Die können sich ja nicht in Luft aufgelöst haben, ja? Ihr seid ja intelligent und zu behaupten, dass es irgendwie anders möglich wäre, als dass die drei abhauen müssten, dann würde ich euch für dumm verkaufen und das möchte ich definitiv nicht. Deshalb sprechen wir hier jetzt drüber. Die drei Zuschauer müssen also zu zwei Zeitpunkten zu Stooges gemacht worden sein. Entweder schon vorher, so wie sie hier jetzt stehen, wissen sie schon, was gleich passiert. Sie sind schon eingeweiht und wissen, sobald sie hinter den Karten sind, müssen sie abhauen. Oder zweite Variante, sie werden jetzt gerade in diesem Moment zu Stooges gemacht. Jetzt kommt nämlich aus einer dieser Geheimtüren, Geheimtunneln hier hinten in diesem Restaurant, das von Dave Franco aufgekauft werden müsste. Es könnte sein, dass in genau diesem Moment jetzt einer von Daves Mitarbeitern kommt und sagt, jo, kommt mal mit. Spielt bitte mit, verratet das bitte niemandem. Auf dem Weg, während die abhauen, kriegen die dann noch eine Verschwiegenheitsklausel, die sie unterschreiben müssen. Und sie werden jetzt, während sie bei der Illusion mitmachen, zu Stooges gemacht. Jetzt sind sie ja noch da, aber jetzt spätestens sollten alle drei weg sein. Das sind die beiden Möglichkeiten, aber die Zuschauer müssen eigenständig weggelaufen sein. Und da sie weder nach links noch nach rechts irgendeine Möglichkeit hatten, müssen sie hier ins Restaurant geflüchtet sein, durch irgendwelche geheimen Tunnel. Was ich aber hier ein sehr schönes Detail finde, ist, dass hier ein Zuschauer noch mit seinem Handy filmt. Das heißt, dieser versteckte Schnitt, der ja jetzt hier irgendwo stattfinden muss, weil ich denke mal nicht, dass die hier irgendwelche Tunnel reingebaut haben und die Schauspieler für den Film dann da reingeklettert sind, sondern ich denke, die sind hier halt seitlich abgehauen und das wurde dann mit einem versteckten Schnitt kaschiert. Also die Leute wurden raus, rotoskopiert, ist ja kein Problem. Das Ding ist, das muss dann nicht nur hier in der Main-Kamera passiert sein, die wir sehen, sondern in der Nachbearbeitung muss das Ganze auch hier in der Handykamera passiert worden sein. Und diese Handykamera hier ist ein klitzekleiner Convincer, den wir unbewusst wahrnehmen. Super, super schönes Detail. Das finde ich sehr, 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 sehr schön. Das hier ist jetzt so aus Zaubererperspektive tatsächlich die ansprechendere Szene, sag ich mal. Die geht hier völlig ab auf den Effekt. Nice. Das ist ein Effekt, den man so wirklich vorführen kann, wenn man genug Vorbereitung hat. Man hat eingeweihte Zuschauer oder eben ein Team, das sehr gut getimt, passend agiert. Klar haben die sich hier im Film einfach gemacht, aber es ist realistisch. Am Ende des Films wird dieser Effekt für uns erklärt und es ist genauso gemacht worden, wie ich es gerade für euch analysiert habe. Wir haben tatsächlich Falltüren im Restaurant. Das ist alles einfach nur ein Set. Es sind drei eingeweihte Stooges, die dann wirklich abhauen. Was in der Szene tatsächlich nicht gezeigt wird, die ich hier gerade auf YouTube habe, ist, dass die drei Darsteller nicht einfach nur verschwinden, sondern sie tauchen auch woanders wieder auf. Das wird wiederum im Film erklärt mit, wir haben einfach drei Zwillingspaare benutzt. Kann man so machen. Man hätte auch ohne Zwillinge vorgehen können, dass die einfach ganz, ganz, ganz schnell zum Zielort laufen, weil er ja genug Zeit hat. Die drei Karten fallen um, die Leute sind schockiert. Er kann locker noch ein, zwei, drei Sätze sagen, bevor er sie wieder auftauchen lässt. Das muss man tatsächlich nicht unbedingt mit Zwillingen machen. Ach übrigens, das hier ist natürlich reine Hollywood-Kacke. Und auch hierzu wollten viele von euch ein Tutorial. Ist natürlich reine Hollywood-Kacke, Freunde. Und noch ein dritter Effekt findet statt. Und zwar ist hier der Charakter von Lizzie Caplan, die hier eine Taube herzaubert. Das macht die Lizzie Caplan, also die Schauspielerin, sogar selbst hier echt. Die hier links hat auch einen Zusammenbruch dadurch. Aber finde ich schön, dass sie das hier wirklich eingeübt hat. Wenn wir uns das Frame für Frame angucken. Sie hat sich wirklich die Mühe gemacht und das eingeübt, wie man diese Taube produziert. Also da an der Stelle schon mal Hut ab. Soweit alles definitiv realistisch. Ich glaube, jetzt sagt sie hier, ist die nicht süß? Komm, wir reißen ihr den Kopf ab. Das Ding ist, jetzt findet hier ein Schnitt statt. Wir sehen die ganzen anderen Szenen. Ich glaube, in dem YouTube-Video, das ich hier gerade gucke, ist die Szene von Lizzie gar nicht mehr drin. Woody Harrison hat stattdessen einfach einen Dialog mit sich selbst. Okay, es scheint also, dass das alles ist, was ich hier jetzt so auf YouTube sehe und zeigen kann. Das Ding ist, wenn es nicht auf YouTube ist, hat das auch einen Grund. Und ich denke, wenn ich das hier in mein Video reinschneiden würde. Und deshalb übrigens, schade, dass ich das jetzt erst zum Schluss erkläre. Ich werde trotzdem Millionen Kommentare wieder kriegen, die dazu gefühlt. Aber deswegen auch der kleine Bildschirm in der Ecke, weil ich das anders nicht auf YouTube hochladen kann, ohne dass das Video gesperrt wird, weil ich ja hier Filmmaterial einfach raushaue. Ne? Das dürft ihr natürlich nicht vergessen an der Stelle. Deswegen danke für euer Verständnis. Also, wir haben hier drei Effekte gesehen. Eine ganz groß inszenierte Regenillusion, die so leider nicht realistisch umsetzbar ist. Eine groß inszenierte Finding the Queen Routine, die definitiv möglich ist. Und wir haben hier eine zuckersüße Taubenproduktion gesehen von einer Schauspielerin, die jetzt nicht als professionelle Zauberin auf der Bühne steht. Und deshalb da natürlich nochmal großes Lob. Welche Szene soll ich als nächstes analysieren?
Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Dankeschön, dass ihr mir hier heute zugehört habt. Ich habe jetzt tatsächlich wieder exakt gleich lange aufgenommen wie beim ersten Durchgang ohne Mikrofon. Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns im nächsten Video. Und denkt dran, ich würde mich sehr freuen, wenn aus den über 50%, die meine Videos ohne zu abonnieren schauen, ein bisschen mehr Prozent an Abonnenten werden würden. Danke für euren Support. Ich bin jetzt raus. Ciao. Es ist so, als würde dieser Fisch dir in den Mund scheißen. Leute, und dann deine Ehre nehmen.